Da sind wir wieder bei Assassin's Creed 2. Ich habe eben nachgeguckt und der Part ist ein wenig lang geworden, 36 Minuten. Hoffentlich, ihr hattet trotzdem viel Spaß und es hat euch hoffentlich nicht gestört, dass er so lang ist. Habe eigentlich vorgenommen, dass er kürzer ist und da sehen wir unsere Leute. Was wollen denn sie? Was starren sie diese Wand an? Das sind alles Codex-Seiten. Was machen wir mit den restlichen? Das ist die Frage. Ezio! Es ist Zeit, Onkel. Beenden wir, was ihr und mein Vater vor langer Zeit begonnen habt. Nun gut, vielleicht finden wir endlich den Sinn dieser Prophezeiung und durchkreuzen, was auch immer der Spanier plant. Wir sollten zunächst die Gruft finden. Die Codex-Seiten werden uns dorthin führen. Schauen wir nach. Akzeptieren wir das mal. Und da ist die ganze Wand voll, also hängen wir die ganzen Seiten rauf. Das X markiert den Ort. So, dann kleben wir mal die ganzen ran. Oh, ja, schön. Und nu? Was sollen wir jetzt machen? Okay. Oh nö. Was soll ich jetzt machen? Adleruhr? Au. Okay. Oha, Geschichte. André. Wie kann ich es jetzt drehen? Nein, so kann ich es nicht drehen. Ach so. Nee, das war schon richtig. Drehen wir erstmal alle Ecken um. Das bringt dann schon weiter. Eigentlich habe ich nicht geplant, dass der Part so lang wird. Also der letzte. Habe ich nicht geplant. Ups, ups, ups. Ja, so, nee, so. 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 So, nee, so. Nee, doch, so. Ja, so. Ich sollte in Geografie besser aufpassen. So. Nee, doch, sowas, richtig. So ist richtig, genau. Wie denn so? Was fehlt hier noch, ne? Oder so? Alles fertig? Ja. Nee, hä? Fehlt noch was? Richtig. Was ist denn hier falsch? So, nee. So. Was ist denn hier falsch? Hallo? Kriegt man eine Antwort? Ist doch alles richtig. War es richtig? Hallo? Honig? Hä? What the fuck? Ah, jetzt sehe ich's. Eine ich's. Karte der gesamten Welt. Aber sie zeigt Länder, die es gar nicht gibt. Scheinbar gibt es sie doch. Wahrscheinlich müssen sie noch entdeckt werden oder wiederentdeckt. Wie ist das möglich?
Vielleicht finden wir die Antwort in der Gruft. Könnt ihr sehen, wo sie ist? Nein. Unmöglich. Die Gruft? Sie ist anscheinend in Rom und der Spanier. Darum wurde er also Papst. Jetzt verstehe ich. Er hat nicht nur den Zugang zu der Gruft erhalten, sondern auch zum Stab. Welcher Stab? Der Kodex sprach immer von zwei Schlüsseln. Zwei Edensplitter, um die Gruft zu öffnen. Einer ist der Apfel. Und der andere, der Stab. Der Kreuzstab des Papstes ist der zweite Edensplitter. Seit Jahren, nein, Jahrzehnten, suchen wir diese Antworten. Und nun endlich haben wir sie. Aber der Spanier vielleicht auch. Und wenn er den Weg in die Gruft findet, was er dort finden wird, macht den Apfel zu einem Spielzeug. Ich muss nach Rom und die Gruft finden. Und was macht der Rest? Wir tun, was wir am besten können. Unruhe in der Stadt schüren, damit ihr frei seid, eure Suche zu beginnen. Lass mich einfach wissen, wenn du soweit bist, Neffe. Okay. Und das Okay sollte ich auch mal lieber lassen. Ach, deswegen hat es nicht funktioniert. Da oben. Ja, das stimmt. Das hat immer bei mir ein bisschen gehakt. Hat bei mir nie so richtig hingehauen. Wann hat er jetzt gesehen, dass die in Gruft ist? In Rom? Ich sehe nichts, dass die da sein könnte. Naja. Sonst. So, wir werden denn mal nach Rom gehen. Nach dem schönen Rom. Rom ruft uns, Ezio. Lass mich wissen, wann du bereit zur Abreise bist. Ja, ich bin bereit. Seid ihr es auch bereit? Ja, ihr seid bereit? Gut, dann lasst uns nach Rom gehen. Rom wartet. So, das schöne Rom. Ich war noch nie in Rom. Wart ihr schon in Rom? Soll schön sein, ne? Ach, der Stuhl nervt. Im Maul des Wolfes. Die Sixtinische Kapelle infiltrieren und Rodrigo Borgia, den Spanier, eliminieren. Da sind wir. Das ist also Rom. Und wir müssen jetzt irgendwie da hochkommen. Das sieht doch schon verdächtig aus. Nein. Das war's also nicht. Dann klettern wir mal hier weiter. Schön geht das nicht. Okay. Hier müssen wir den wohl anscheinend alle wieder können einsetzen. Was wir alles gelernt haben, um hier zu überleben und zu schaffen. Alles, was wir wissen, müssen wir hier einsetzen. Das. Alles, was wir gelernt haben. Das Hochspringen, das Rüberspringen. Das Meucheln. Seine Hand ist blutrot. Dann klettern wir mal gleich zum nächsten. Normalerweise wäre ich dann gleich hochgegangen und warum sollte ich denn hier hochgehen? Wenn es doch schon einfach geht. Ich kenne es. Raju! Da! Ergreift ihn! Ha! Okay, das war zu einfach. Das war die erste Etappe. Mal sehen, wie es weitergeht. Den erkenne ich. Dazu, fass ihn! Dort!
Na los, greif an. Los. Ha. Den Move kannte ich noch nicht. Also hab ich noch nicht gesehen, dass er ihn jemals gemacht hat. Bei mir jedenfalls. Hm. Liegt voll an euch. Er mag euch. Wieso kommen eigentlich seine Beine immer hinterher? Das verstehe ich nicht. Warum die denn immer noch mal hochschnappen? Hm. Komisch, komisch. Dann gehen wir mal hier hoch. Double Kill. Roadkill. Nee, das war ist Battlefield. Haltet ihn auf! Ja, los. Hm. So, ach, da oben müssen wir hin. Okay. Assassino! Assassino! Was macht ein Pferd da? Hallo? Und wie kommt ihr da hoch? Nee, doch, nee, doch, richtig. Springst du nicht? Wozu braucht man ein Pferd? Man kann auch laufen. Wozu Pferd nutzen, wenn man laufen kann? Schließ die Tore! Halte den Eindringling! Nein, schließ sie nicht. Ich bin noch neu. Ah, das schaffen wir, das schaffen wir. What the fuck? Wieso sind wir jetzt gestorben? Wir haben doch noch durchgepasst. Wir haben durchgepasst, ihr Schweine. Was soll der Scheiß? Wir haben es geschafft. Verdammt. So, 10 Minuten müssten um sein, wenn ich mich nicht irre. Nee, jetzt schließen sie noch nicht. Gut. Beim nächsten aber. Hier kommst du niemals durch. Schließ die Tore! Haltet den Eindringling! Nee, schauen wir wieder nicht. Wo ist dein Loch, deine Loch? Ey, du kommst nicht hinterher. Ey! Na los, ihr habt euch keine Chance. Na los, greif an, los. Komm. Komisch, dass er nichts davon mitkriegt. Echt komisch, dass das nicht umhergeht. Ich find's gut, dass man hier nicht, dass man auffallen kann. Dass sie gleich, dass die Mission dann nicht gleich vorbei ist, wenn man hier entdeckt worden ist. Wir stehen da hinten, ich habe meine Ruhe, also können wir hier hochlaufen. Und hinauf, die gute Stube. So. Hey! Na los. Tot. Tot durch ihr Spießen. Ja. Ich würde sagen, das war's denn erstmal mit Assassin's Creed 2. Diesmal halte ich die Parts wieder kürzer. Ich weiß nicht, warum das der andere Part so lange gedauert hat. Ich weiß es echt nicht. Hab gedacht, das wäre kürzer. Na gut. Bis dann. Hoffe, ihr hattet viel Spaß.